Morgen, den ersten Morgen hier in Vegas. Wir haben alle sehr gut geschlafen. Ich war um 6 Uhr schon wach und habe mein Bett gemustert. Sie ist verrückt. Ich habe bis 9 geschlafen. Wirklich, es tut mir leid, aber Deine deutsche Post-it-Zeit. Ich habe mir Mühe gegeben, dass keiner wach wird. Ich glaube, nur Nico war kurz einmal wach. Warst du wach, Nico? Ja. Aber sonst bin ich ganz leise. Und ja, heute geht's weiter. Wir wollen hier nochmal ein bisschen heute Roadtrip-mäßig Vegas erkunden und so nochmal so ein paar Felsenregionen hier auskundschaften und da richtig nicen Content drehen, den ihr dann bei uns auf Instagram abchecken könnt. Und jetzt wollen wir aber erstmal was frühstücken gehen, müssen aber jetzt auch aus dem Hotel auschecken, obwohl wir das hier eigentlich für 2 Nächte gebucht haben. Aber wie gesagt, das war alles ein bisschen teurer, weil ich das falsche Datum angegeben habe. Was können wir später nochmal im hoffentlich neuen Hotel erzählen, weil wir wissen gerade auch noch nicht, wo wir bleiben wollen, ob wir hier in dem Stadtkern bleiben oder eher ein bisschen außerhalb bleiben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal was frühstücken, dann talken wir, bequatschen uns alle und wir nehmen euch mit. Let's go! Vielleicht hier. So Leute, Frühstück ist ready. Wir haben alles soweit es geht aufgegessen. Das Ranch muss man, glaube ich, highlight. Ja. Das war echt mal so was typisch Amerikanisches. Muss man sich ja hier auch mal ganz verdienen. Und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir erstmal zum, ich wollte schon sagen, Hollywood-Teil, zum Las Vegas-Teil. Und danach begeben wir uns in die Felsregion. Steht eine riesenlange Schlange. Wir sind jetzt schon fast ganz vorne und wollen davor einfach nur ein Bild machen. Und ich hätte nicht gedacht, dass immer wenn ich wieder auf Instagram stehe, so leer, als ich ein paar Leute sind, habe ich gedacht, dass so eine riesen Schlange steht für so ein Schild. Okay, wir stehen jetzt ja auch für so ein Schild an, aber wenn man scheinbar in Las Vegas ist, kann man die 20 Minuten, denke ich, auch noch gut opfern. Und ja, mal schauen. Ich denke mal, das wird uns beeilen. Das wird jetzt so ein GTM-Challenge. 30 Sekunden Zeit. Ja. Aber ich das hey. Auf Fire angekommen und hier sieht es so crazy auf. Die Fahrt hierhin war wie, als ob man auf den Mond fahren würde, weil es gab nur eine Straße und die war so huckelig. Ey, ohne Witz, das war so geil. Und schaut mal bitte, wie es hier aussieht. Es sieht in echt noch viel krasser aus, wirklich. Also, ich bin wirklich geflasht. Ja, wir machen jetzt ganz viele Bilder. Dann noch maybe ein paar Drohnenfahrten, wissen wir noch nicht. Und ja, auch Videos. Es ist jetzt mittlerweile 19.14 Uhr. Okay, da ist gerade eine Braut eingestiegen. Ich war gerade geflasht von ihrer Schönheit. Ready. Auf jeden Fall geht's für uns jetzt zurück nach Vegas. Wir haben noch kein Hotel. Wir fahren noch 2 Stunden zurück. Aber Leute, es ist so ultra krass hier zu sein. Also wirklich, also ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist so, als ob ich in so einer surrealen Welt laufe. Ich bin hier so die Straßen runtergelaufen. Also ohne Witz hätte ich eine Motivation, joggen zu gehen. Ich würde es hier, glaube ich. Vielleicht sogar ich, aber nur vielleicht. Auf jeden Fall geht's jetzt zurück nach Vegas.
Und dann mal schauen, wo wir heute Nacht landen. Ja. Spontan. Wir wollten euch ja noch eine Roomtour geben und deswegen kommt mal rein spaziert in unser liebevolles Zimmer. Wir werden zwar gleich auschecken, aber das war voll nice. Wir sind gestern Abend, da haben wir das erst gebucht, ganz spontan auf der Rückfahrt. Und für 5 Dollar haben wir uns die XXL-Betten upgegradet. Das war richtig schön. Und hier ist richtig schön hell. Wir gehen hier so durch. Hier hat man sogar einen Schminktisch. Den haben wir jetzt nicht benutzt. Aber wenn man hier so lang kommt, hat man hier sogar noch so eine kleine Chill-Area und einen Schreibtisch. Und hier hat man dann auch noch einen richtig schönen, beautiful Blick. Also ein beautiful view. Ich finde es sehr nice. Man sieht da hinten noch diese Berge. Irgendwie sieht es so aus, als ob es gleich regnen würde. Aber eigentlich ist das nicht angesagt. Ja, wir haben auch sehr gut geschlafen. Besser als in dem ersten Hotel. Das war nämlich das halbe Drama. Wir haben nämlich, oder ich habe das Hotel, als ich das gebucht habe, einen Tag zu früh gebucht. Dadurch, dass ich das so kurzfristig gebucht habe, konnte ich es nicht mehr stornieren. Und dann dachte ich mir so, jo, vielleicht geht es ja trotzdem, dass wir nur eine Nacht bezahlen. Und wir mussten dann beide Nächte bezahlen. Das war echt teuer. Deswegen haben wir für die zweite Nacht dann ein anderes Hotel gebucht, was ein bisschen günstiger war. Und das hat uns viel besser gefallen. Weil die waren hier viel freundlicher und der Check-in war 1000 Mal schneller. Ja, und jetzt gehen wir noch zu einem richtig fancy-dancy Frühstückslokal, was wir rausgesucht haben. Das ist alles so pink und ja, mal schauen, wie das wird. Ich hoffe, wir kriegen ja einen Tisch. Man kann nicht reservieren. Ich würde sagen, let's go. Also Leute, Fazit zum Essen. Also es ist super, super schön hier. Aber wir dachten unter Bowl, dass so eine Acai-Bowl kommt. Aber da stand griechischer Joghurt drauf. Aber dieser griechische Joghurt schmeckt ein bisschen, also es ist, man kann nicht richtig ziffern. Wir sind jetzt on the way, wieder weg zum Auto. Das Frühstück hat uns so semi-begeistert. Also, Location, wie es aussah, top, wirklich 10%, würde ich sagen. Richtig sweet, Personal war so semi-freundlich. Essen war so... Zucker pur. Ich weiß nicht, war sehr süß und war irgendwie... Und es war teuer. Es war sehr teuer. Okay, ja, also... Aber wir waren trotzdem froh, dass wir nochmal hier waren, weil das echt nochmal so ein ganz anderes Vegas-Feeling hatte. Und jetzt fahren wir zurück, 4 Stunden circa. Und dann geht's noch einkaufen. Und dann werden wir heute Abend mal in unserer Bude kochen. Ja, und
bisschen selbst was machen. Ja, genau. Yes. Yes. Back in L.A. Also noch nicht ganz, wir stehen gerade vorm Wollmarkt, weil wir da nämlich gleich was für ein anderes machen. Immer normal. Liebs. Wir wollen gleich nämlich im Wollmarkt noch ein paar amerikanische Süßigkeiten shoppen gehen, die wir dann in einem anderen Video probieren wollen. Also wir wollen so eine Candy-Challenge machen. Das wird, glaube ich, ziemlich nice. Wir sind jetzt noch 20 Minuten von unserem Apartment entfernt. Wir sind jetzt, glaube ich, den ganzen Tag schon unterwegs. Wir sitzen gewesen. Den ganzen Tag gefühlt im Auto, ja. Aber es hat wieder mega Spaß gemacht und ich kann euch wirklich Las Vegas nur empfehlen. Also, ich mag L.A. trotzdem mehr, aber so, man muss das mal erlebt haben. Das ist einfach eine andere Welt. Es kommt